Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute packen wir gemeinsam die Glossybox vom Monat September aus. Ich habe jetzt gerade schon ein Adventskalender-Unboxing abgedreht für euch und jetzt schiebe ich direkt das Glossybox-Unboxing hinterher, weil die ist heute auch bei mir angekommen und die wollte ich natürlich auch online stellen. Ich bin jetzt in dieser Perspektive hier geblieben. Normalerweise sitze ich ein bisschen weiter vorne, aber ich wollte jetzt nicht alles nochmal umbauen. Ich finde das eigentlich so ganz schön. Ich habe meinen Hintergrund ein bisschen umdekoriert und ich denke, so ist das auch ganz schön. Ihr könnt mir das mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr die Perspektive so findet. Ich finde die eigentlich ganz gut und ich würde sagen, wir packen jetzt gemeinsam die Glossybox vom Monat September aus. Man hat diesen Monat die Chance auf ein Golden Ticket. Das ist ja ab und zu bei Glossybox und ich glaube, da ist irgendwas im Wert von 149 Euro oder so dann drauf, aber ich habe eh nie Glück, ist auch nicht schlimm. Aber ich wollte es nur erwähnen, dass das diesen Monat der Fall ist, dass man wieder so ein Ticket drin haben kann. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool und das ist so ein bisschen so ein Ansporn. Und man freut sich noch mehr auf die Box, die auszupacken. Meine steht jetzt hier hinter mir und ich freue mich riesig, ich habe die noch nicht aufgemacht. Wir gucken jetzt gemeinsam rein. Ich glaube, das Thema war so irgendwas mit Spa Edition oder sowas, also irgendwas mit Wellness und Spa und so zu tun. Deshalb erwarte ich richtig schöne Produkte. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Also wenn ihr auch wissen wollt, was ich in meiner Box drin habe, weil das variiert ja immer, dann bleibt auf jeden Fall dran und viel Spaß mit dem Video. Ich habe einmal den Inhalt rausgeholt und zwar ist hier einmal Werbung drauf von dem Glossybox Adventskalender. Also den habe ich natürlich auch bestellt. Da könnt ihr euch aufs Unboxing freuen bei mir. Da gibt es wieder Angebote, also das interessiert euch bestimmt. Einen gibt es für 85 Euro mit Abo, zwei gibt es für 160 Euro und drei Stück für 230 Euro. Also da könnt ihr euch vielleicht mit einer Freundin oder so zusammentun und könnt euch da so ein Bundle kaufen, weil das kommt dann wirklich günstiger. Dann kostet der Kalender nur 76,70 Euro und 99 Euro würde der einzeln kosten, wenn man kein Glossy ist. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde den jedes Jahr sehr, 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 sehr schön. Ich freue mich riesig darauf, den auszupacken und ja, der sieht auch wirklich schon schön aus. Die Glossy Box hat kein besonderes Design, also die sieht ganz klassisch aus und in diesem zarten Rosa sehr, sehr schön. Die ist richtig schwer. Ich bin super gespannt, was hier drin sein wird. Wenn man das Ganze dann geöffnet hat, sieht es so aus. Also wir haben hier tatsächlich die Glossy Spa Edition, da hatte ich recht. Ja, sehr cool. Ich werde da gleich mal reingucken ins Heftchen, mir schauen, was man noch anders hätte haben können, außer das, was ich drin habe. Und was es nächsten Monat für eine Edition gibt, da bin ich auch sehr gespannt. Ich zahle für die Glossybox monatlich 15 Euro. Ich habe die im flexiblen Abo drin und ich bin damit eigentlich sehr, sehr zufrieden. Also die ist jeden Monat richtig toll. Ich habe unten in der Infobox einen Rabattcode für euch. Falls ihr euch dafür interessiert, spart ihr 20% auf eure erste Box. Da bekomme ich dann Glossy Points gut geschrieben. Also den könnt ihr sehr, sehr gerne nutzen, um mich auch so ein bisschen zu unterstützen vielleicht. Ich tue nämlich auch ab und zu gern mal, wenn ich genug Punkte habe, eine Glossybox Young an euch verlosen und davon nehme ich halt immer die Punkte. Da freue ich mich immer riesig, wenn ich dann eine zweite dazu bestellen kann und ich würde sagen, wir packen jetzt aus. Als erstes habe ich hier eine Reinigungslotion von Cetaphil drin. Gesicht für trockene, empfindliche Haut. 29 Milliliter. Also Cetaphil, da gibt es richtig gute Sonnenmilch von. Und die machen bestimmt auch so gute Lotions, deshalb denke ich mal, dass das ein richtig gutes Produkt ist. Ich werde mal hier in das Heftchen reingucken. Genau, also die ist hier auch aufgeführt, aber ich will gerade mal gucken, in 85 Milliliter, also das ist in jetzt eine kleine Probegröße, 29, da muss ich euch das mal runterrechnen, was das hier kosten würde, aber ja, das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool, werde ich ausprobieren. Dann geht es einmal mit Blasenpflaster weiter und zwar haben wir wieder was von Compeed hier drin, schnelle Heilung, das sind Sportblasenpflaster, genau, für hinten für die Ferse. fünf Stück sind das, die kann man immer gebrauchen, finde ich ganz okay. Für eine Beautybox, naja, aber ich denke mal, sowas sollte jeder Haushalt zu Hause haben und dann hat man mal so ein bisschen was auf Backup. Ich brauche nicht so oft Blasenpflaster, aber wenn ich mal neue Schuhe oder so habe, dann kann das schon mal passieren. Deshalb, dann bin ich froh, dass ich die dann zu Hause habe. Daher ist das echt in Ordnung und ja, kommt in meinen Apothekerschrank. Dann als nächstes eine Luvus Heilerde Clean Peel Maske. Also das ist eine Peel Maske, reinigt Poren tief, klärt und beugt Irritationen vor. Peelt sanft, glättet zart, verfeinert das Hautbild mit Soforteffekt und die ganze Maske ist vegan. So sieht die einmal aus. Dann ist hier eine Pflegedusche von Dove drin.
Powered by Plants Dove. Und das ist auch das, was so schwer hier war in der Box. Eine Pflegedusche, zertifizierte Naturkosmetik. Okay, also Dove ist anscheinend jetzt zertifiziert. Das war vorher, glaube ich, nicht der Fall gewesen. Also das ist mir jetzt neu. Und hier haben wir die Geruchsrichtung Ginger, also Ingwer, sieht auch auf jeden Fall so aus. Pflanzenbasierte, hauteigene Feuchtigkeitsspender, milde, pflanzenbasierte Waschsubstanzen ohne Sulfat. Das hört sich sehr gut an, das sieht auch richtig schön aus, also das ist halt wirklich hier so Ingwermäßig, ne? So sieht das einmal aus. Hier rieche ich natürlich auch sofort dran, mich interessieren immer die Gerüche. Boah, das riecht richtig stark nach Ingwer. Also wie ein frisch aufgekochter Ingwertee riecht das. Mal gucken. Also für morgens ist das wahrscheinlich richtig cool. Dann ist man wahrscheinlich auch sofort wach. Deshalb werde ich ausprobieren oder eventuell kommt es in eine Verlosungsbox. Ich muss mal gucken, ob ich den Geruch wirklich mag. Dann geht es weiter mit diesem Produkt hier und zwar von Melusine Paris. Und dieses Produkt kommt mir sehr, sehr, sehr bekannt vor. Das hatte ich schon in einer Pinkbox drin vor 2 Monaten. Das müsste dieser Roller sein, dieser Gesichtsroller. Genau, das ist einmal so ein Jade-Roller und der hat hinten auch nochmal so einen richtig schönen Griff. Also der sieht wirklich sehr schön aus. Ich habe den auch selber in Benutzung, muss ich sagen. Daher kommt der jetzt auch wieder hier rein. Also den haben wir jetzt nur mal angeguckt, weil ich brauche ja keine 2. Ich habe ja auch noch einen anderen zu Hause. Also eigentlich hätte ich dann jetzt quasi 3 Stück, weil der andere war auch mal in der Box drin. Und ja, einmal ein Jade-Roller. Das nächste Produkt ist auch wieder so eine Probegröße und zwar Cetaphil Feuchtigkeitscreme für Gesicht und Körper. Feuchtigkeitscreme, ein unverkäufliches Muster. Also das ist so ein Brübchen, was dann halt einfach so mit dabei ist. Finde ich auch ganz gut, muss man austesten. Von der Marke, wie gesagt, hatte ich bisher nur Sonnenmilch und die war gut. Dann geht's weiter, dann habe ich als nächstes eine Repairing Hand Cream. Sweet Almondöl, Orangenöl, Kamille, Extrakt und Vitamin E. Also das ist einmal eine Handcreme, eine Repair-Handcreme. Von der Marke habe ich, glaube ich, sogar noch eine hier. Ich meine, die war mal in der Goodiebox drin gewesen. Ich finde das Design richtig toll. Das hat nämlich unten so einen Holzdeckel. Das finde ich total klasse. Das ist von Cosmos Natural. So sieht die einmal aus und die hat hier unten so einen Holzdeckel. Das ist ein Originalprodukt. Ich gucke gerade hier rein und das kostet 8,95 Euro. Das ist eine richtig teure Handcreme. Dafür muss die aber auch sehr gut sein. Dann das letzte Produkt. Das ist ja wohl das absolute Highlight. Das sind Ampullen von Barbour. Hydration Perfect Glow. Ausstrahlung, Feuchtigkeit. 7 Stück A 2 Milliliter. Da freue ich mich riesig drüber und die sind für müde und fahle Haut. Das kann ich auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Hier in dem Heftchen steht ein Preis drin von 29,90 Euro. Also die sind ja auch echt richtig teuer, wenn man die kauft. Von daher sehr schön. Also die werde ich mir mal aufheben. Die sind nämlich sehr, sehr gut und die hebe ich mir so für Notfall dann auf, wenn meine Haut mal echt nicht gut aussieht. Da helfen die nämlich wirklich sehr gut. Und ich finde, die passen super, super gut hier in dieses Thema Spa rein. Von daher passt das wirklich gut. Guck jetzt nochmal hier in das Heftchen rein. Also den Jade-Roller hat jeder drin. Die Perfect Glow Ampullen hat auch jeder drin. Und die Handcreme hat auch jeder drin. Dann gibt es ein Dove Power Deo. Die Dove Pflegedusche, die hatten wir ja drin. Das Compete Blasenpflaster, das gibt es hier drin. Dann als nächstes hätte man von Be Natural was drin haben können. Ein Hyaluronic Serum von Shavens, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Dann von Cetaphil, die Produkte sind hier oben auch aufgeführt. Von Yves Rocher eine leichte beruhigende Gesichtspflege hätte man drin haben können. Das ist auch nicht schlecht. Und man hätte haben können Produkte von Su Skin. Die sind auch sehr, sehr gut. Da habe ich schon einiges von dieser grünen Reihe testen können. War wirklich toll. Und dann hätte man noch haben können, es geht weiter, eine Fußmaske, das wäre natürlich auch gut für so einen Spa-Tag. Ein Bang Beauty Precise Eyeliner wäre noch drin, hätte drin sein können. Und dann gibt es nächsten Monat eine The Beauty Tales Edition und die Boxen, die sehen ja unglaublich schön aus für Oktober. Das ist eine Beauty Tales Edition im Oktober, denn der Herbst ist die perfekte Zeit, um die Welt von Märchen sowie Fabelwesen einzutauchen. Das ist genau mein Ding, da freue ich mich ja riesig. Das sieht richtig wie so ein Märchenbuch aus. Voll schön. Auf die Box freue ich mich. Da gibt es 2 verschiedene. Das ist natürlich, da hätte man am liebsten beide dann. Mal gucken.
Also wirklich voll schön sieht das aus. So sieht die Box für nächsten Monat aus und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich fand die Box jetzt hier richtig, richtig cool. Hat mir sehr gut gefallen. Der Melusine Paris Jade-Roller, den werde ich jetzt an euch verlosen, habe ich gedacht. Da packe ich euch die Handcreme dazu. Die beiden Produkte könnt ihr dann bei mir gewinnen. Die verlose ich an euch, weil ich brauche das ja nicht zweimal. Die Handcreme habe ich auf jeden Fall schon und den Jade-Roller auch. Daher geht das an euch. Ihr schreibt einfach unter mein Video einen Kommentar, ein Liebes. Hinterlasst mir ein Däumchen nach oben. Ihr müsst Abonnent von meinem Kanal sein. Das ist für meine lieben Abonnenten ein Gewinnspiel. Und dann würde ich sagen, schreibt ihr den Hashtag Klossi Spa und drunter einfach und dann weiß ich Bescheid, dass ihr da dran teilnehmen wollt, dann kann das einer von euch gewinnen. Ich denke mal, da freut sich jemand drüber. Ich brauche das ja nicht daheim hier rumliegen haben, wenn ich es schon habe. Deshalb, meine Mama hat auch schon einen, dann könnt ihr den gewinnen. So, nun bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das Video seht. Vielen, vielen Dank und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder. Eure Nicole. Tschüss.